Und willkommen zurück zu dem zauberhaften Hogwarts Legacy und hier bei mir bei The Only One. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und ich hoffe, ihr habt euch genauso auf diese heutige Folge gefreut wie ich, denn heute geht es zum Tierwesenunterricht und ich kann es euch gar nicht sagen, wie unendlich ich mich darauf jetzt schon gefreut habe, kleine Tierwesen oder auch große Tierwesen zu sehen. Ha, ich bin so gespannt. Zuallererst sammeln wir aber erstmal noch ein wenig unsere Pflanzen ein, wenn wir denn gerade schon hier sind. Noch nie so viele Pflanzen gesehen. Ja, schön, Diek, oder? Ist doch hervorragend. Einmal noch unsere Tränke gleich einsammeln. Gleich nochmal neue ansetzen. Ach, das macht auch so Spaß. Voll toll hier mit dem Trankbrauen. Und eben auch mit den ganzen Pflanzen. So, ach so, die haben wir ja gerade schon gesammelt. Muss wieder erst noch. Ja, da muss erst noch wachsen. Und haben wir hier auch schon eingesammelt? Ja. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Ja, wir sind auch ganz stolz drauf, Diek. Wir schauen jetzt mal noch in den unteren Raum. Da sammeln wir auch noch mal ein Pflänzlein ein. Sehr schön. Ja, und dann machen wir uns auf den Weg zum Tierwesenunterricht. Ha, ich bin schon so gespannt. Ich freue mich da wirklich wahnsinnig drauf. Und dass wir uns nicht wieder verlaufen, würde ich sagen, einmal unser kleines nettes Büchlein aktivieren. Hier einmal wieder durch Hogwarts. Wundervolle Schloss. Da gibt es wirklich jedes Mal etwas Neues zu entdecken. Ich glaube, man kann hier wirklich 100-mal an der gleichen Stelle vorbeilaufen und entdeckt immer wieder irgendetwas Neues. Also diese Räume alleine schon, das ist so schön. Hallo Mizi, wir gehen jetzt gleich zum Tierwesenunterricht. Oh, du bist aber auch eine Hübsche. Ja. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Hallo! So. Einmal unserer Buchspur folgen. Das finde ich übrigens auch sehr cool gemacht. Ich würde mich hier wirklich jedes Mal, ihr habt es schon mitbekommen, verlaufen. Da ist das wirklich sehr praktisch, dass wir hier so eine kleine Buchspur haben. Auftrag aktualisiert. Welcher Auftrag wurde aktualisiert? Professor Onais Aufgabe. Oh, Wahrsageunterricht am Tage besuchen. Alles klar. Aber zuallererst geht es zu den Tierwesen. Da gehen wir jetzt zuallererst hin. Auch hier, schaut mal, dieses tolle Gewölbe. Dann auch die ganzen Bilder. Der Torbogen alleine schon, wie schön der gemacht ist. Herrlich. Vorbei an den sich streitenden Rüstungen und an den schönen Eulen,
ja, Eulen leuchten bzw. Feuerschalen. Jetzt müssten wir eigentlich gleich nach draußen kommen. Jawohl. So, schaut mal, wir sind Warum draußen. Holst du nicht einfach einen Schnatz von drinnen? Wie ich schon sagte, ich kann einen verwandeln. Ich habe es gesehen. Es ist noch nicht sehr sonnig. Ich hole uns bald einen Schnatz. Nonverbale Zaubersprüche. Noch sehr neblig. Und da vorne, da ist unser Unterrichtsraum für Tierwesen. Ah, ich bin schon so gespannt. Ich freue mich schon so. Bin gespannt, welches Tierwesen wir zuallererst zu Gesicht bekommen. So, wir warten einmal. Und es geht los. Willkommen allerseits. Ah, Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy, Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf! Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor. Hier, du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. Ist das schön. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei sanft. Oh, und denk an was Schönes. Ich stell mir gern vor, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. Ein Knuddelmuff namens Gerald. Ach, ist das herzig. Okay. Die Tierwesenbürste wird genutzt, um magische Tierwesen zu pflegen. Tippe auf T, gehe zur Tierwesenbürste und ziehe sie auf dein Zauberset, indem du die linke Maustaste gedrückt hältst. Das machen wir. Wir haben hier eine Tierwesenbürste. Eine Bürste, mit der du Tierwesen striegeln kannst. Oh, ist das toll! Nehmen wir einfach mal unsere letzte Leiste hier, unsere letzte Zauberset-Leiste. Und dann wird Gerald einmal gebürstet. Ach, ist das niedlich. Schön. Er fühlt sich sicher viel wohler. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Alles klar. Tierwesenfutter wird genutzt, um magische Tierwesen zu pflegen. Wieder das gleiche, tippe auf T, geh zum Tierwesenfutter und ziehe es auf dein Zauberset, indem du die linke Maustaste gedrückt hältst. Wir nehmen also einmal noch das Tierwesenfutter. Futter für Tierwesen. Und hier oben sehen wir auch, unter dem Namen von dem niedlichen kleinen Knuddelmuff Gerald, da ist jetzt die Anzeige auf grün von der Bürste und das Futtersymbol, das ist noch grau. Machen wir es auch mal grün, oder? Jawohl. Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Gerald mag dich, da bin ich mir ganz sicher. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Ja. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Komm schon, die Kniesel sind hier drüben. Ah, es ist schön! Ist das herrlich?
Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Blödes Vieh. Was in Merlins Namen machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist nicht lustig. Los, komm. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Machen wir weiter. Füttere und bürste die Kniesel so, wie du es bei Gerald getan hast. Also ehrlich, so ein blöder Typ. Wir haben eine Karte freigeschalten, eine Sammelkarte über Kniesel. Das möchte ich mir ja gerne mal anschauen. Ah ja, und über Knuddelmuffs. Schaut mal. Knuddelmuffs sind runde und flauschige Tierwesen, weich genug zum Kuscheln, aber auch robust genug, um herumgeschleudert zu werden. Knuddelmuffs fressen fast alles, aber am liebsten sind ihnen Kobolde. Sie sind häufige Haustiere in Zaubererfamilien, weil sie leicht zu pflegen sind. Und dann, das kommt jetzt, ein Kniesel. Kniesel sind katzenartige Tierwesen mit großen Ohren und einem gefiederten Schwanz. Sie können aggressiv sein, aber wenn sie eine Hexe oder einen Zauberer mögen, sind sie bemerkenswert zutrauliche Haustiere. Kniesel sind hochintelligent und haben die Fähigkeit, verdächtige oder argwöhnische Personen zu erkennen. Sehr cool. Schön. Schauen wir uns den Kniesel mal aus der Nähe an. Können wir hier auch ins Gehege gehen? Oh ja, cool. Ist das hier Persephone? Oh ja, schaut mal, die will einmal gebürstet werden. Ach, ist das toll. Und dann geben wir ihr natürlich auch gleich noch was zu essen. Schau mal. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Ah, da sind Sie ja. Ich würde Sie gerne sprechen. Was? Wir sind noch gar nicht fertig. Nein, das geht nicht. Wir müssen hier erst noch die anderen Kniesel füttern und streicheln. Und ich glaube, wir haben hier, doch, das ist Persephone, glaube ich, gewesen. Den hier brauchen wir noch. Der hat noch Hunger und braucht noch graue Einheiten. Also, da muss jetzt Professor Howen noch ein wenig warten. Das geht ja gar nicht. Vor allem müssen wir uns die anderen Tiere da hinten auch noch anschauen. Erstmal hier diesen Kniesel noch versorgen. Ach, ist das schön. Ah, genau so habe ich mir das vorgestellt. Beziehungsweise, ich habe es mir nicht so toll vorgestellt. Ich bin begeistert. Aha, schaut mal. Die sind aber auch hübsch. Jawohl, einmal Kniesel streicheln und einmal füttern. Jawohl. Also bei allen sind jetzt die Anzeigen auf grün. Sehr schön. Dann können wir uns mal... Oh, entschuldige bitte. Dann schauen wir uns jetzt mal hier noch... Oh, die Recalls. Oh, sind die herzig. Ach, und schaut mal, ein Recall-Baby. Oh, das müssen wir auch knuddeln. Ach, ist das schön. Und einmal füttern. Ist das lieb. Hups, hups.
So, und wer bist du? Du bist ein heller Diricall. Du kriegst auch mal ein paar Streicheleinheiten. Ach Gott, ist das lieb. Das ist ja so lieb. Okay, und dann kriegst du natürlich auch noch was zu fressen. Schau mal. Oh, der Unterricht hätte ruhig ein bisschen länger gehen können. Aber wir kümmern uns einfach selber noch um die restlichen. Ups. Ja, du willst nämlich auch was. Du schaust auch schon so erwartungsvoll. Schau mal, du kriegst auch noch ein paar Streicheleinheiten. Es ist ja so süß. Ist das herzig. Einmal noch was zu fressen. Ist das schön. So, und der letzte im Bunde? Der braucht natürlich auch noch was, ne? Jawohl. Und noch was zu fressen. Auch für dich noch mal was zu fressen, schau mal. Ist das süß. Also das könnte ich jetzt stundenlang machen, ne? Ja, das könnte ich jetzt wirklich, vor allem hier halt Vögel einfach, ne? Federn, bunte Federn vor allem. Süßer Schnabel. Goldige Augen. Ach, sie sind einfach herzlich. So, haben wir alle? Sind alle versorgt? Alle im grünen Bereich? Jawohl. Haben wir denn auch noch eine Information über die Diricalls? Ja, Diricall. Diricalls sind plumpe, flauschige Vögel, die nicht fliegen können. Sie haben die einzigartige Fähigkeit, zu verschwinden und wieder aufzutauchen, um einer Gefahr zu entgehen. Die Muggel kannten diese Vögel einst und nannten sie Dodos. Die Muggel glauben jedoch heute, dass sie ausgestorben sind. Ja, okay. Haben wir denn noch mehr Tiere zum Angucken? Hier waren die Kniesel. Haben wir hier in dem Gehege auch noch was? Oh, da sind noch mehr Knuddelmuffs. Da ist noch die Brut eines Knuddelmuffs. Na, den müssen wir auch noch knuddeln. Der legt sich sogar auf den Bauch. Schaut mal. Ach, ist das schön. Auch für dich natürlich noch eine Kleinigkeit zu fressen. Auch du hast schon eine sehr lange Zunge, kleiner Knuddelmuff. Ja, wer weiß, wie das Tierfutter hier für die Knuddelmuffs schmeckt. Die fressen zwar alles, aber hat es nicht geheißen, die lieben Popel? Am Ende schmeckt das nach Popel, dieses Tierfutter für die Knuddelmuffs. Ach, ist das schön. Ich möchte einen Knuddelmuff. Süß, wie die rumhopsen. So, oh, jetzt haben wir, glaube ich, alle versorgt. Gerald ist auch versorgt. Ja, auch alles im grünen Bereich. Der kleine Gerald. Na gut, dann würde ich sagen, ach, schauen wir uns noch mal kurz die Diricalls an. Die sind echt lieb, oder? Ja, die sind alle versorgt, die schlafen jetzt. Okay, dann können wir ja einmal zu Professor Hoen. Hallo Professor, Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Es war wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Oh ja. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte. Bei der richtigen Pflege.
Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer vor Gericht bringen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Oh ja, sehr gerne. Hey, hier drüben. Na los. Ja, hallo Poppy. Ah, ich freue mich ja so, dich kennenzulernen endlich, Mensch. Kann ich was für dich tun, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orkiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur dastehen und zusehen. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Jetzt bin ich neugierig. Nun gut, geh voran. Das hatte ich gehofft. Okay. Ich nehme nicht einfach jeden mit. Du bist bisher die Erste. Oh. Wirklich? Tja, danke, schätze ich. Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Das hat mich überrascht. Ja, es gibt noch mehr tierliebende Menschen. Was für ein Wetter. Findest du nicht auch? Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Da bin ich aber gespannt. Wir sind fast da. Es ist gleich da vorne. Na, nur keine Hektik, Poppy. Wir haben Zeit. Bleib zurück. Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Wir verbeugen uns. Ist das toll? Ich wusste es. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Ach toll, wir können Wolkenschwinge bürsten und füttern. Ach, ist das schön. Was hältst du von Wolkenschwinge? Oh, sie ist genial. Sie ist fantastisch. Ja, sie ist genial. Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat?
Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wildererproblem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen, aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Du hast recht. Es klingt, als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Das ist eine gute Idee. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst ziemlich entschlossen. Sagst du mir Bescheid, wenn du etwas herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Ja, das hoffe ich auch. Auftrag abgeschlossen, Unterrichtsstunde Tierwesen. Ach, war das toll. Das war wirklich so schön. Ach, herrlich. Also Tierwesen, Unterricht, der hätte von mir aus noch ewig gehen können. Ach, vor allem bin ich gespannt, was wir dann alles noch für Tiere kennenlernen und hier zu Gesicht bekommen. Ach, war das jetzt schön. Sammeln wir einmal noch ein paar Florfliegen. Ja, ich hoffe, Poppy meldet sich dann bald wieder bei uns. Ich möchte gerne helfen bei der Wildererbekämpfung. Haben wir denn auch noch einen Eintrag? Ja! Hippogreif. Der Hippogreif ist ein majestätisches Tier mit der vorderen Hälfte eines Adlers und der hinteren Hälfte eines Pferdes. Der Hippogreif kann große Entfernungen überwinden und flößt jedem Respekt ein, der es wagt, sich ihm zu nähern. Ja, das stimmt. Ein sehr imposantes Tier. Richtig, richtig schön. Ah, ist das klasse. Und schaut mal, hier haben wir überall Haken an den Tieren, die wir tatsächlich auch schon gesehen haben. Und diesen hier haben wir noch nicht live gesehen, da hatten wir ja nur die Feder geklaut aus dem Unterrichtsraum, beziehungsweise aus dem Raum von Professor Sharp war das, glaube ich. Ach, ist das cool. Sehr schön, sehr schön. Ah, so, wie sieht es denn jetzt ansonsten aus? Wir haben also der Mann hinter den Monden. Genau, das müssen wir unbedingt auch noch machen. Noch mehr Demigeist-Monde sammeln. Dann die Konkurrenz wegfegen. Das ist nochmal ein Besenrennen. Dann das mit den Schlüsseln eben. Und Professor Onais Aufgabe, Wahrsagenunterricht. Ah, da freue ich mich auch schon drauf. Das heißt, in der nächsten Folge geht es an den Wahrsageunterricht. Was ich jetzt gerne noch machen würde... Wir hatten uns doch eigentlich merken wollen, irgendwo war das hier bei dieser Burg, bei dem Nifflerbau. Hier, ja, ich glaube, da wollten wir doch nochmal hin. Da waren doch eingesperrte Tierwesen. Oder täusche ich mich da? Habe ich das richtig in Erinnerung? Und die konnten wir ja noch nicht befreien. Ich weiß allerdings nicht, ob das Schlösser Stufe 1 waren oder höhere Schlösser. Aber Alohomora Stufe 1... Das ist ja ein nettes kleines Örtchen. ...beherrschen wir ja inzwischen. Deshalb würde ich da gerne mal hinschauen noch. So. Das ist also diese Richtung. Fliegen wir einmal kurz rüber. Huch! War da ein... Ja, da fliegt ein Hippogreif. Vielleicht ist das Wolkenschwinge. Ach, ist das schön.
So, ja, also wir fliegen einmal nach hier drüben. Da war doch auch dieser Nifflerbau. Ups, jawohl. Ah, anhalten einmal. Nicht, dass wir gegen die Wand fliegen hier. So, hier steigen wir einmal ab und schauen uns nochmal um. Ich meine, das war hier. Oh, es gibt hier immer noch Wilderer. Ein Wilderer weniger in unserer Welt. Jawohl. Ein Wilderer weniger. Wir schauen uns hier einfach nochmal um. Das ist Stufe 3. Okay, da ist aber auch kein Tier. Ich meinte... Ja, da vorne schaut mal. Da ist ein Käfig. Und nochmal ein Wilderer. Den schnappen wir uns auch mal. Sehr schön. So, und können wir das bitte schon öffnen mit Stufe... Ja, wir können aufschließen. Oh, ist das toll. Hallo, Homura. Nein, das ist ein Mondkalb. Wie ging das nochmal? Schau mal. Du darfst raus. Schnell. Oh, ist das schön. Schnell, renn. Renn in Sicherheit. Oh, wir haben einen Mondkalb gerettet. Ich hoffe, es rennt in Sicherheit. Rennt bitte schön irgendwo in den Wald. Ach, ist das niedlich. Herrlich. Ist es schon versteckt? Nein, da vorne rennt's noch. Schön weiterrennen. Schön in Sicherheit. Weg von den Wilderern, bitte. Huch. Jetzt ist es aber weg. Sehr schön. Da haben wir schon mal einen Mondkalb gerettet. Und eine neue Aktualisierung, glaube ich. Ja, schaut mal. Ein Mondkalb. Das Mondkalb ist ein kleines Tierwesen, das einem Kalb ähnelt. Es hat riesige Augen und ist generell eher scheu. Wenn das Licht des Vollmonds die Nacht erhellt, kann man die Mondkälber tanzen sehen. Ah, oh, die sind so niedlich. Sehr schön. Und ich glaube, es war noch ein weiteres Tier irgendwo hier eingesperrt. Wir werden uns hier nochmal genau umsehen. Oh nein. Hier sollte ich vielleicht nicht allein aufschlagen. Doch, doch. Wir haben doch hier eigentlich schon ziemlich viele erledigt. Wir machen mal Revelio. Ist jetzt auch gar keine mehr hier, Eulina. Schau mal. Wir müssen nur noch den anderen Käfig finden. Ich meinte, hier wäre noch mal irgendwo einer gewesen. Ich weiß leider nur nicht mehr genau wo. Hier war ja einmal das Mondkalb drinnen. Aber euch muss man ja nicht retten, ihr seid ja schon frei. Ach, das Mondkalb, das ist auch so süß. Ich möchte ein Mondkalb und einen Knuddelmuff. Revelio. Hier haben wir alles eingesammelt. Aber war nicht irgendwo noch ein Käfig?
ist niemand eingesperrt, zum Glück. Okay, dann habe ich mich vielleicht getäuscht. Ich dachte, wir hätten hier noch eins gesehen. Noch ein eingesperrtes Tierwesen. Schauen uns aber trotzdem noch mal kurz um. Mir war so, als wäre noch irgendwo ein Kniesel eingesperrt gewesen. Dieses Lager gefällt mir gar nicht. Nein, deswegen haben wir es auch zerschlagen, Eulina. Genau aus diesem Grund. Denn wir haben ein Mondkalb gerettet. Warum ist da eigentlich verschlossen? Können wir doch rein. Na gut, dann war das vielleicht tatsächlich das Mondkalb und ich habe mich verguckt. Schauen uns das Ganze aber noch mal einmal kurz von oben an. Denn ich möchte nicht, dass jetzt hier vielleicht doch noch ein Tier irgendwo eingesperrt ist und ich das noch richtig in Erinnerung habe. Da läuft eine Kuh spazieren. Schaut mal, hier ist verschlossen. Aber wir kommen doch hier rein. Wozu ist es denn dann verschlossen? Ja, auch komisch, oder? Das ist doch dieses Tor. Ja. Sehr seltsam. Gut, aber ich kann jetzt hier nichts mehr entdecken, dass hier noch irgendwo ein Käfig wäre. Na, ich hoffe, wir haben uns jetzt nicht vertan. Aber hier ist nichts mehr zu sehen. In den Käfigen ist nichts drinnen. Naja, dann haben wir uns vertan. Dann dachte ich vielleicht, dass das Mondkalb ein Kniesel war. Nein, aber es war ein süßes Mondkalb. Da ist noch was. Da ist noch ein Käfig. Ha! Oh nein! Ein Niffler, ein eingesperrter. Hallo, Homura. Na, den lassen wir auch noch frei. Ich sagte doch, da war noch ein Käfig. Dann habe ich mich mit dem Mondkalb vielleicht wirklich so vertan. So, wunderbar. Schnell raus, du kleiner Niffler. Jawohl, flitz davon und versteck dich. Jetzt geht's mir besser. Jetzt geht's mir besser. Jetzt haben wir noch den Niffler gerettet. Sehr schön. Ich sagte doch, da waren zwei Käfige. Jetzt müssen wir aber nochmal genau gucken. Nicht, dass hier noch irgendwo ein dritter ist. Also. Da, genau. Hier war das Mondkalb drinnen. Dann war da der kleine Niffler drinnen. Schauen wir jetzt trotzdem nochmal hier rum. Schauen wir nochmal da hinten zu dem Zelt zum Abschluss. Hier auch noch etwas. Einmal absteigen, Eulina, bitte. Ach, geht hier nicht? Okay, einmal zurück. So, dann steigen wir eben hier ab. Da ist aber nichts drinnen, oder? Nein, da ist kein Tier drinnen. Sehr schön. Jawohl. Na, dann haben wir doch eine erfolgreiche Tierwesen-Unterrichtsstunde und Tierwesen-Folge hinter uns gebracht. Ach, ist das schön.
Na, ich hoffe, wir werden noch ganz viele Tierwesen sehen und retten. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch weiterhin mit dabei. In der nächsten Folge. Nein, Olina, wir haben hier alles erledigt. Ich glaube, wir haben hier alles erledigt. Wir haben hier Tierwesen befreit. Wilderer zerschlagen. Zumindest diese hier. Ja, und in der nächsten Folge, da geht es dann zum Wahrsageunterricht. Waren wir denn da oben schon? Jetzt muss ich da aber auch nochmal kurz rauf. Dem hier schon so schön eine Leiter steht. Vielleicht gibt es hier oben noch irgendetwas einzusammeln. Nein, sieht nicht so aus. Okay. Gut. Wunderschön. Ach, das hat mir Spaß gemacht. Das war eine sehr schöne Folge. Ich hoffe, euch hat sie genauso gut gefallen. Ja, wir schweben hier einmal noch kurz über dieses Lager. Nochmal einen Blick. Und ja, beenden dann diese Folge auch. Und wie gesagt, in der nächsten Folge, da geht es dann mit dem Wahrsageunterricht weiter. Seid also weiterhin mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Verabschiede mich jetzt erstmal und sage Tschuhu!